Hey Leute, willkommen zurück zu Da Young. Oh, guck mal, wir haben letztes Mal Cujo besiegt. Das ist ein richtig, richtig böser Hund. Das sieht aber aus wie ein Schwein. Ah. Der war richtig fies, aber es war ein sehr, sehr cooler Bosskampf. Aber guck mal, was der hier macht. Er hat hier alles aufgefressen, die ganzen Leute. Ah, guck mal, wie er die zernommen hat. Das ist so widerlich, Mann. Trotzdem eine grandiose Idee einfach, dass sie da so einen Hund hier reinpacken als Boss. Ich meine, wie krass ist das bitte? Oh, Sekunde mal. Nehme ich den noch auf? Okay. Ja. Hoppala. Hat sich gerade irgendwie kurz was minimiert. Warum auch immer. Auch noch eine Arzttasche. Brauche ich die denn? Eigentlich nicht. Ich bräuchte mal ein bisschen mehr Platz. Das wäre ganz geil. Das wäre ganz geil. Okay, die kann ich nicht mehr benutzen. Warum ist mal bitte schön im Eimer? Komme ich jetzt hier raus? Wow. Einfach so. Jetzt mal ernsthaft, der Hightower ist nichts anderes als eine Prüfung und da verrecken eigentlich nur alle? Wer bitte hat das denn schon geschafft bis hierher? Ich glaube, wir sind seit langem mal wieder die Erste, oder? Also komm, ich weiß ja nicht. Wo ist da die Fairness? Daphne ist halt krass, ja? Sag mal, wie es ist. Sie ist einfach nur eine sehr, sehr, sehr krasse Frau. Also jemand Normales kann das nicht überleben. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Die wollen gar nicht, dass jemand Neues in die Gemeinschaft kommt. Die wollen eigentlich nur, dass jeder stirbt, oder? Ist das hier die Tür, die von innen verschlossen war? Ah. Coole Wurst. Und da sind... Jetzt mal ernsthaft, das sind Dixie-Klos. Wow. Wow. Wer schafft die Dinger hier hoch und wer kümmert sich drum, dass die... Ist egal. Vielleicht macht das der Hund. Der ist der Chef. Unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Dreckig. Die Typen sind echt dreckig. Also ich finde das halt einfach... Ich meine, wer von euch könnte so einen riesigen Hund niederringen, außer mit der Methode, dass man eben den in den Strom lockt? Und da musst du erstmal drauf kommen. Wahrscheinlich bist du dann schon tot. Ich meine, sonst hätte es ja schon jemand geschafft. Seien wir mal ehrlich. Oha. Okay. Alles. They've got to be kidding me. They don't really expect me to climb this thing. Doch. Warum nicht? Und das Schönste ist, ich glaube, wenn wir oben sind, dann können wir hier einfach die Tür öffnen. Kannst du mal da durchsteigen, bitte? Macht sie nicht, ne? Wie komme ich denn da rauf? Warte mal. Da außen irgendwo ein Anfang? Ne? Ah, guck mal, ich sehe es doch schon. Nee. Da geht's weiter. Ach, hier startet das Ganze. Alles klar. Noch mehr Schnüre, super. Ja, echt mal, die brauche ich wirklich oft. Finde ich super. Ich finde das geil. Wieder ein bisschen klettern jetzt. Nach dem Kampf. Ich hoffe nur, das schaffe ich jetzt von der Ausdauer, weil ich habe schon ein bisschen Mist gemacht. Yep. Oh nein. Manchmal klappen die Punkte noch nicht so ganz, leider. Das geht aber noch. Easy. Noch. Warte mal, bevor ich jetzt einen Fehler mache. Daphne, bleib ruhig. Dachte nicht, dass da was runterbricht oder so. Ah, kann ich jetzt die Tür öffnen vielleicht? Von der anderen Seite. Au. Au. Oh, sehr gut. Haben wir. Tücher, ne? Die brauche ich ja eigentlich nie. Ich weiß nicht.
Das ist ja immer nur für die Kompresse, wenn ich jetzt... Oder? Oh, Map ist neu. Alles klar. Den Tower soll ich hoch. Ich hoffe, das war jetzt nichts Böses, was da geknarzt hat. Ganz normale Knarzgeräusche. Hier, wofür brauche ich die Kompresse? Da. Eisenbait, non-lethal. Ich will aber lethal. Non-lethal ist doch langweilig. Hm. Kein Holz. Na gut. Dann geht's weiter. Ich da was. Sieht schon ein bisschen brüchig aus manchmal, oder? Ich dass da schön was eingreife. Ach komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Kann ich aber auch so hochkraxeln, ha? Huh? Oh. Wie viel Schnüre hier einfach mal rumliegen. Ich würde mir noch mal was bauen, glaube ich. Brecheisen. Oh, kann ich gar nicht. Das ist ja blöd. Ach hier, das geht auch. Was ist der? Jetzt kann ich wieder. Jetzt kann ich wieder bauen. Ach, das hole ich mir zum Schluss, das Scrap Metal da oben. Da unten besser. Ich bin gespannt, was auf dem Turm wartet. Wahrscheinlich kriege ich eine Flagge und dann kann ich sagen, yay! Ich bin Jugendpfadfinderin 2000... Wann auch immer das spielt hier. Und ich habe gewonnen. Ah. Wow, wow, wow. Aber was für Qualitäten? Warum braucht man diese Kletterqualitäten, um hier in der Gemeinschaft aufgenommen zu werden, frage ich mich. Warte mal, das ist darüber. Ja und nu? Wie geht's? Warte. Au, au. Spitze Balken. Nee. Ja, muss. Muss eigentlich, aber ich meine... Ist ja Quatsch, da hätte ich ja gleich schon lang gehen können. Da hätte ich nicht draußen über den Balkon. Aha. Ah. Ach, das musste nur, dass ich da die Tür... Ja, toll. Da sagt mir das keiner. Okay. Ja, und der Fensterputzerlift, der ist ja auch wegen was da, ne? Und... Oh. Alles klar. Jetzt kann ich da durch. Ja. Finally, a few steps away from the damn tower. It's time to get into the thick of the story. Oh. Okay. Er ist ja gleich oben. Das geht ja doch schneller, als ich dachte. Viel schneller, als ich dachte. Hey. Okay, ich muss erst hier runter. Da. Reicht die... Okay, doch, da ist schon Ende. Ich dachte eben, hoffentlich reicht die Ausdauer noch. Aber ich glaube, so knapp wie das eine Mal wird es hier nicht mehr, oder? Watch out, Daphne. One slip up and you'll find yourself giving the tower a paint job in red. Was? It's stuck. Was? Ich meine, gut, ich hätte jetzt auch so schon speichern können, aber ich finde das hier nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Es gibt Schlimmeres als das jetzt zu klettern hier. Im Moment zumindest.
Okay, ich nehme, glaube ich, alles zurück. Nein! Okay. Das war nicht geplant. Was ist denn hier los? Warum macht sie das? Ich dachte, sie stirbt jetzt, so wie sie es gehört. Nein. Sie fällt erstmal irgendwo runter. Und zieht sich hoch. Ist das... Naja. Oh, it's stuck. Ich stecke. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob das hier richtig ist mit dem... Dass es auch so ein bisschen glitchy ist, was ich da gerade mache. Ah! Spikes? Alter. Oh, guck mal, wie schön. Da kann man jetzt echt drauf gucken auf den tollen Tower hier. Oh. Ich dachte schon, das ist jetzt mein Ende. Das ist so gewollt. Oh, ist es wohl. Oi! Nicht runterrutschen, bitte. Oh. Alles cool, alles cool. Okay. Läuft. Ich sag ja, ich finde das Klettern immer noch so cool hier. Yep. Okay. Na, für Schnaufpause. Und zack. Und yep. Aha. Manchmal so ein bisschen filmschig, aber dann kommt man immer wieder dahinter, wie es funktioniert. Finde ich total geil. Also das ist... Es ist halt kein Parkour-Spiel, es ist mehr so ein Freeclimber. Aber im Prinzip macht es ungefähr so das, was Mirror's Edge auch sehr richtig gemacht hat. Nämlich so ein richtig spannendes Gefühl vermitteln einfach. Ich finde es total spannend, wie gesagt. Ich finde, die haben das super umgesetzt. Yay. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, hier ist mal Zeit für ein Feuerchen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach so. Oh. Guck mal, wie gut das... Ich muss es nicht mal hinsetzen, das Feuer. Es geht einfach so. Krasse Sache. Hoppala. Ist ja schön und gut, aber könnt ihr das Safe vielleicht mal wegmachen? Es geht nicht weg. Oh, da bin ich halt safe, ne? Ich meine, das ist schön, wenn ich safe bin. Aber ich sehe jetzt leider nicht mehr die Punkte, wo ich ranspringen kann, so wirklich. Ernsthaft, sie springt einfach mal durch die Lücke? Okay. Ja, ist okay. Ist alles okay. Und her. Ah, okay, ich kann es so wieder löschen, wenn ich einfach kurz drücke. Sonst hätte ich jetzt nämlich ein Problemchen gehabt. Ich meine, ich muss das hier sehen, wo ich hinspringe. Okay. Jetzt wird das Messer wegpacken, danke. Huch. Also wenn da jetzt nicht oben der Wingsuit wartet, von dem ich gesprochen habe, oder das Jetpack, dann... Ich hab ein bisschen ärgert. Verärgert, meine ich. Oh nein! Au, scheiße. Das war meine Lieblingsknie. Warte mal, ich lade das nochmal. Ach Mann. Nochmal. Collect raw materials and herbs to craft new items. See. Comprende. Aber es funktioniert mit dem Speicher, das finde ich ziemlich gut. Hopp. Ey. Ey. Hopp. Kann ich nicht so rüberklettern? Nee. Und hab. Und hopsa. Nee, ist echt praktisch mit dem kleinen transportablen Feuer. Werde ich jetzt aber auch nicht so oft nutzen, weiß ich nicht. Oh, eigentlich ist es schon ziemlich cool. Guck mal, sie springt einfach mal durch diese Lücke. Als ob, Mädchen. Als ob.
Als ob, ne? Ja, ja. So schmal bist du auch nicht. Ist die Frage, wie komme ich da einfach rüber? Ich meine, das sieht nicht leicht aus, der Sprung. Ist er auch nicht. Oh, okay, es geht aber. Oh, guck mal. Ein Zettel. Von Dave an seine Freunde. Hey Leute, okay. Ich habe das Walkie-Talkie genommen und jetzt bin ich... Was, jetzt werde ich die anderen Prüfungen schaffen. Ich bin verletzt... Oder ich habe mich selbst verletzt, während ich versucht habe, auf den Hightower zu kommen. Aber ein Farmer hat mir heimlich geholfen und mir erklärt, was hier vor sich geht. Erinnert euch daran, als wir auf der Insel angekommen sind? Einige Fremde haben uns angefallen und dann in den Brunnen geworfen, richtig? Nun, es war der Beginn unserer... Ja, unserer neuen... Neuschulung, unserer Neubildung. Wir können nicht gehen. Wir können uns nur dafür entscheiden, sich uns den Leuten hier anzuschließen. Ja, eine ganz schön blöde Entscheidung, oder? Wie auch immer. Ich hab in Erfahrung gebracht, dass ihre wahren Intentionen eigentlich gut sind. Ja. Ja. Sie möchten, dass wir verstehen, wie widerwärtig die moderne Gesellschaft ist und sie... bieten uns die Möglichkeit an, alles zu ändern. Vielleicht können wir ihnen eine Chance geben, anstatt wie Hasen davonzulaufen. Was denkt ihr? Nun ja, ich gehe jetzt weiter zum Acre, also hier zum Ort der Reinigung. Vielleicht können wir es schaffen, uns dort zu treffen. Viel Glück, meine Freunde, ich liebe euch. Nicht ernsthaft, oder? Sie haben gute Absichten. Natürlich haben sie gute Absichten. Deswegen bringen sie euch auch eine nach dem anderen um. Wow. Oh, das war jetzt dumm. Ich bin nämlich nicht drin. Ach, so ein Scheiß. Egal. Da fährt das Ding denn noch runter? Oha. Was? Crouch in space for the climb down ladders? Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht ernsthaft sein Büro, oder? Das ist mal ein Arbeitsweg, hä? Okay. Walkie-talkie? Welcome to our paradise. You've taken the first step towards becoming a new person. Am Arsch. Paradise. Allow me to introduce myself. Here I am known as Brother Number One, and I am the one who looks after the people of this island. So you're behind all of this. Tell me, what the fuck did we ever do to you? We have done absolutely nothing to you. You are undertaking a path of discovery by yourself. Fuck you! This is your opportunity to become a new person, a new woman. At the moment, you are corrupted by capitalist society. You've lived your whole life desiring things that you don't need. But now, you have the possibility of becoming reborn. And finally being free from the superstructures of modernity. You woke up in the area of deprivation, a place in which one is stripped of all their security and rights. Consider it like a new start. Half of your group is already dead. They were too weak, too bourgeois, too corrupt. But you, you, on the other hand, have made it up till here. You've shown your true self. Ja, laber mich doch noch zu, während ich hier wieder sterbe. Okay, ich hätte den Aufzug wirklich nicht benutzen sollen, dann wäre es deutlich einfacher. Wo fange ich denn jetzt wieder an, bitte? Nicht wieder. Ah, okay, hier. Das ist okay. Nee, das ist nicht okay. Was? Entschuldigt, Leute, das war jetzt echt Panne. Ich werde das nochmal laden und nochmal schnell hochklettern. Ich wollte mich noch hören, was er zu sagen hat, dieser Vogel, auch wenn er nur Blödsinn redet. Ihr doch bestimmt auch, ne? Ja, ja, ja. Wollen wir alle hören.
dass er ein toller Kerl ist. Ich mach das nur nochmal für Zeit. Ihr könnt ja schnell skippen. Ich werde das nicht rausschneiden. Das dauert nur wieder viel zu lang. Quatsch. Hep. Oh nee, ich bin wirklich gespannt, wenn das jetzt erst der Anfang der Prüfung ist. Ich meine, das hieß ja, es kommen noch ein paar kleine, ne? Das kleine, es kommen noch einige Zusatzdinger. Dachte der gute Mann, ich habe seinen Namen leider nicht im Kopf. Der Entwickler eben von Dai Yang hier. Sind wir ja da. Yep. So. Und yep. Warum klettern, wenn man springen kann, ne? Ist ja auch klettern, nur schnell. Schweinebär. Welcome to our paradise. Ja. You've taken the first step towards becoming a new person. Paradise. Allow me to introduce myself. Here I am known as Brother Number One, and I am the one who looks after the people of this island. So you're behind all of this. Tell me, what the fuck did we ever do to you? We have done absolutely nothing to you. You are undertaking a path of discovery by yourself. Fuck you! This is your opportunity to become a new person, a new woman. At the moment, you are corrupted by capitalist society. You've lived your whole life desiring things that you don't need. But now, you have the possibility of becoming reborn. And finally being free from the superstructures of modernity. You woke up in the area of deprivation, a place in which one is stripped of all their security and rights. Consider it like a new start. Half of your group is already dead. They were too weak, too bourgeois, too corrupt. But you, you, on the other hand, have made it up till here. You've shown your true self, and you've struggled. Your potential and your willpower are extraordinary, but you must face yet more trials. The area of purification to the north, and the area of deploration to the northeast. Only by overcoming them will you attain purity. Na ja, ich weiß ja nicht. Wie stellt er sich das vor? Da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich. Das war es noch lange nicht. Ich würde love order because we are born into chaos. What the fuck? What does that mean? Hello? Oh, shit. Oh Mädchen, sei doch nicht so, ne? Nicht die ganze Zeit solche Schimpfworte, meine Güte. Ist ein bisschen ungehalten. Ich meine, gut, klar, ich kann ihre Situation voll und ganz verstehen. Sie findet das nicht geil, aber... was? Find info about the climbers? Ich hab doch schon die Gloves. Die hab ich ja schon gesammelt. Oder was wollen die von mir? You must become aware of your conditioning in order to begin to understand. Yes, of course. Doesn't interest me. Okay. War das jetzt nochmal die Kampfmusik mit dem Hund? Naja, ist egal. Leute, ich höre mal ja auf. Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich freuen über ein paar Bewertungen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal mit Dai Yang. Mal sehen, wie lange es noch geht, dieses Zusatzpaketchen.